62 Minuten Wartezeit muss man mindestens mitbringen bei der Kfz-Zulassungsstelle, um sein Auto an- oder abzumelden. Das hat der ADAC errechnet und das nervt viele. Ab heute soll es jedoch viel schneller gehen, nämlich online. Ich finde es sehr gut. Dadurch, ich bin selbstständig, habe ich nicht so viel Zeit. Und wenn man hier ankommt, sind es 6, 7 Leute oder 5, dann verliert man Zeit. Das ist schön. Brauchen wir nicht extra hier zu fahren. Auch sparen wir die Zeit. 20 Millionen Kfz-Zulassungen gab es im vergangenen Jahr in Deutschland, einer der meistgenutzten Verwaltungsvorgänge überhaupt. Da kommt die Internetzulassung gerade recht, um den Prozess zu beschleunigen. Bei allen Fahrzeugen wird es nicht funktionieren. Die Voraussetzungen sind eine Erstzulassung des Fahrzeugs nach dem 1. Januar 2015, ein neuer Personalausweis mit Online-Funktion, ein Ausweiselesegerät oder Handy mit NFC-Funktion zur Datenübermittlung, eine Ausweis-App. Wenn man seine Daten komplett online eingegeben hat, dann bekommt man anschließend alle Fahrzeugpapiere zugeschickt, das heißt auch die Plaketten, und kann sie dann ganz normal am Auto anbringen. Nur um die Autoschilder muss man sich nach wie vor selbst kümmern. Kfz-Zulassung 100% digital setzt aber auch technisches Verständnis voraus. Jetzt muss man mal sehen, inwieweit das dann auch angenommen wird und inwieweit die Verbraucher natürlich die nötigen Papiere dazu haben, wie zum Beispiel den elektronischen Personalausweis mit der PIN. Das kann eine Hürde werden. Bezahlt wird bei der Internetzulassung per Kreditkarte oder GiroPay. Mit knapp 28 Euro ist der Online-Vorgang etwas teurer als die Anmeldung beim Amt.